Oh nein! Es ist doch nicht zu fassen! Hallo liebe Freunde der unterhaltsamen Rift Challenge zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Reihe Rift Challenges. Und zwar geht es diesmal darum, dass drei Leute der vierten Person eine Aufgabe geben. Diese Person hat dann eine Woche Zeit, diese Aufgabe zu, ja weiß ich nicht, kommt drauf an, was halt ist, zu lösen, auswendig zu lernen. Auf jeden Fall muss es nach einer Woche vortragen oder können. Und ja, gucken wir mal, was ich heute kriege, denn ich bin der Erste, der diese Aufgabe oder eine Aufgabe gestellt bekommt. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was die Jungs sich ausgedacht haben und ich glaube, ich will es auch nicht wissen. Schauen wir mal. Ja, die bisherigen Rift Challenges haben ja gezeigt, wie unterschiedlich diese vier Charaktere oder drei Charaktere bisher in der Band sind. Und für diese Rift Challenge haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Und zwar, Dennis, wir sind alles Menschen mit Schwächen und mit Fehlern. Und um dir die Chance zu geben, eine Schwäche, die du vielleicht hast, auszumerzen, haben wir uns Folgendes überlegt für dich. Und zwar kriegst du von uns eine Lego-Gitarre. Da du ja so ein Technik-Freak bist, ja. Ja, darfst du diese Gitarre füllen. Mit kompletter Elektronik und Saiten natürlich, ganz klar. Du darfst das alles selber zusammenlöten. Und du kriegst natürlich die komplette Elektronik gestellt, also du musst nichts kaufen. Du kriegst auch das komplette Werkzeug gestellt, um diese Aufgabe erfüllen zu können. Und am Ende dieser Woche, die du ja Zeit hast, darfst du uns dann ein Stück vorspielen, natürlich über den Verstärker, und dann werden wir sehen, ob du das geschafft hast. Da haben die mir aber echt eine beschissene Aufgabe gegeben. Habe ich weder Ahnung noch Bock drauf, aber wir kriegen ja schon hin. Die Aufgabe heißt ja, ich soll hier irgendwas machen und zum Schluss ein Lied auf der Gitarre spielen. Denn es hieß ja nie, bau alle Teile in die Gitarre oder so. So, und da haben wir auch jetzt das gute Stück. Die ganze Gitarre gleich in den Müll werfen. Und dann den Höchstbietenden verkaufen. Leute, schreibt in die Comments. Ihr seht, ist hier so eine ultra harte Feder. Und ich habe das Gefühl, dann fliegt mir die Feder natürlich um die Ohren. No risk, no fun, sagte ein weiser Mann einst, bevor er starb. Ey, was ist das für eine Kacke? Goddammit. Alter, was ist das? Goddammit! Komm, diese fucking Feder, die kann nicht so wichtig sein, ja? Jetzt mal ernsthaft. Ich hab geschissen auf die Feder. Was soll denn das? Was ist denn das? Guck doch, ich hab noch nie was. Was ist denn das? Was ist denn das? Da gehen meine Kabel raus, ja? Rot, die Farben stimmen. Und die gehen auf so einen komischen Kasten. Was ist das denn da für ein Kasten? Immer die Frage, muss das so sein, ne? Muss das so sein? Muss das sein? Das kann doch nicht... Das ist... Was ist denn das jetzt? Komm, Alter, mach mir hier keine... Krieg hier noch ein Kraste gleich aus. Große Frage, die ich mir stelle, brauchen wir dieses... Kolophonium. Und weil wir natürlich neugierig sind, machen wir es ohne Kolophonium. Kolophonium. So, ne? Das zeigt, dass ich genau weiß, was ich hier tue. Okay. Es riecht gesund. Also ich würde sagen, wir können anfangen. Tja, jetzt eine dritte Hand. Ne? Holy fuck. Ich glaube, wir nehmen doch mal, wir probieren es nochmal mit diesem komischen Kolophoniums-Zeug hier. Ah, ich werde mir die Finger sowas von abfackeln. Der größte Rotz. Nehmen wir uns doch einfach mal ein paar Wäscheklammern. Das erspart uns nämlich, uns die Hand zu verbrennen. Oh. Ach komm, ey, ganz ehrlich, was ist das? Das hier geht mir einfach nur so auf den Sack. Goddammit! Oh nein! Ach, fick dich!
Oh, ich hab's eingeatmet. Ist bestimmt nur semi-giftig. Ey, das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch wohl ein Witz! Mann, Alter, jetzt ist ja mal fucking gut. Das ist ein Dreck. Fucking Dreckscheiße. Der ist doch. Sobald man diesen verkackten Lötkolben rausnimmt, wird der Fake doch schon wieder hart. Wie soll der verdammte Dreck pissen, Bob? Es ist unglaublich! Wie ihr vielleicht vorstellen könnt, lagen da jetzt ein paar Schrauben auf diesem Handtuch. Farewell, Handtuch. So. Und nun kommen wir mit der Hand an den Lötkolben. Das hält überhaupt nicht. Ich hasse Löten, ich hasse es. Gottes Willen, ist das eine verdammte Drecksscheiße. Es ist doch nicht zu fassen! Dieses verschissene Dreckskabel, ich krieg's einfach nicht ran. Es geht einfach nicht ran. Ich halt's nicht aus. Es ist zum Kotzen. Oh. Fuck. It's over 9000! Es hängt jetzt irgendwie dran. Ich gehe davon aus, dass es nicht gut genug ist. Oh! 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 Holy crap! Ganz ehrlich, holy crap! Jetzt ist dieses verrührte Handtuch schon wieder runtergefallen. Ich könnte so kotzen! Ist das Kabel zu kurz? Also habe ich es jetzt hier vorne. Da. Wo eigentlich diese Drehknöpfchen drauf kommen. Aber da wir diese ganzen Regler für die Drehknöpfchen ja eh nicht eingebaut haben, können wir die Gitarre jetzt hier vorne einplanken. Der Rest ist jetzt ein Kinderspiel, ne? Der Danilo meinte eigentlich, er hat Saiten mit eingepackt. Wo sollen die sein, ne? Rufen wir ihn mal an. Fragen wir ihn mal. Warte mal, Saiten habe ich nicht dazu gepackt. Ich glaube, ich habe noch irgendwo welche. Ich guck mal. Schönen Abend. Nett von ihm, ne? Schönen Abend hat er mir gewünscht. Wen habe ich? Hervorragender Abend ist das hier. So, jetzt sind alle Seiten drauf. Dann wollen wir es doch nochmal probieren. Das kann man sich schon mal antun. Ich würde sagen, Mission erfüllt. Also ich bin ein bisschen erleichtert, dass es jetzt doch noch geklappt hat und dass es klingt. Wir sind wieder hier und heute ist Tag der großen Überraschung, beziehungsweise für Dennis Tag der Wahrheit, ob er es wirklich geschafft hat, seine Aufgabe zu erfüllen. Natürlich. Also ihr habt es ja gesehen, es war ein Kinderspiel im Endeffekt gewesen. Spannend. Ja. Ich sehe schon wow. Junior Style, außer Hamburger nichts. Das finde ich nicht schlecht, weil das kommt eigentlich da hin, deswegen ist es ja da. Aber das kam immer zu kurz. Ja. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ganz klar Mission, also jetzt, es sollte ja nur funktionieren. Also es soll Elektronik eingebaut werden und zum Schluss soll ein Lied darauf verstärkt gespielt werden. Mist, ich hätte es ausdrücken sollen. Tja, Leute. Und nun beweise ich die Funktionalität dieser Gitarre. Der Song geht an dich. Und dich. Und an dich.
Unglaublich. Danke, 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 danke. Ich glaube, ich werde jetzt nur noch so spielen. Ja. Es ist ein Unikat. Es ist ein upgegradetes Dennis Strange. Da ist meine Gitarre, das behalte ich sie natürlich auch. Ich werde sie jetzt von Dennis noch signieren lassen. So. Mit Originalsignierung. Wir sehen es schon. Ja. Für meinen größten Fan. Danke, danke. Ich würde sagen, Aufgabe bestanden. Bravo. Ja. Folgende Aufgabe für dich, lieber Nico, vorbereitet. Du kriegst einen Haufen von Fotos eines Schauspielers dazu, den Namen des Schauspielers, die Rolle oder einer der Rollen, für die er bekannt ist, der Film, der dazu passt, und ein passendes Zitat, das auf jeden Fall mit der Figur in Verbindung steht. So ungefähr kannst du dir das dann vorstellen. Wir haben Arnold Schwarzenegger als Alan Dutch Schäfer in Predator mit dem Zitat Get to the chopper! Get to the chopper! So. Okay.